Dann haben wir in puncto Sicherheit am Computer, das ist ein sehr, sehr großes Thema, eingeladen Professor Hartmut Pohl. Er ist Professor an der FH, an der Fachhochschule Bonn, Rhein-Sieg, und er hat doch den Fachbereich Informationstechnik. Und damit er sicher hier bei uns im Studio ist, hat er zwei seiner Studenten mitgebracht, die ihm hilfreich zur Seite stehen werden. Es ist zum einen Christian Luis und Christian Weiland. Ich habe hier eine Frage jetzt zu dem Thema Spyware. Das klingt so nach Professor Pohl. Wie erkennt man Spyware? Also es sind Programme, die den Benutzer ausspionieren oder sinnlose Zusatzprogramme installieren. Und wie schützt man sich eigentlich dagegen? Das sind also ganz böse Dinge im Grunde genommen, die viele dumme Sachen machen auf dem eigenen Computer. Können Sie vielleicht mal kurz erklären, was ist Spyware? Das kriegt man gut in den Griff. Herr Weiland kann das sehr gut erklären. Ja, also Spyware ist grundsätzlich ein Programm, was irgendwo mit anderer Software zusammen geliefert wird und dann da die Daten des Computerbenutzers ausspioniert und an fremde Quellen weitersendet. Dagegen gibt es natürlich einen Schutz. Und zwar findet man den ganz einfach unter der Adresse www.ad-aware. Moment, das habe ich vertippt. De. Da wird man dann weitergeleitet. Und da gibt es ein Tool, das gibt es kostenlos runterzuladen für den Privatgebrauch. Und damit kriegt man eigentlich einen sehr großen Anteil dieser Probleme in den Griff. Wenn es direkt, oder es gibt besondere Spyware-Gebiete, die auf ActiveX, das ist eine Windows-Komponente, aufbauen. Da kann man Spyware Blaster einsetzen. Muss man mal gucken, je nachdem, was für ein Fachgebiet man da in Berührung kommt. Ich würde aber ganz gerne noch mal wissen, was ist eigentlich dieses Spyware? Was macht dieses Spyware? Warum ist sie so ekelhaft auf dem eigenen Computer? Ja, Spyware ist insofern sehr eklig, weil sie halt das Benutzerverhalten und auch persönliche Benutzerdaten ausspioniert und die halt an Dritte weitersendet. Und natürlich will man im Internet ja auch anonym bleiben. Besonders Sachen wie Home Banking, wo es gerade um vertrauenswürdige Dateien geht und Daten geht, die will man ja für sich behalten. Und Spyware benutzt halt Sicherheitslücken, um an diese Daten heranzukommen, gibt diese dann an Fremde weiter. Ja, vielen Dank. Eine Frage nochmal an den Professor Pohl. Ich habe gehört, dass es sinnvoll ist, eine Firewall zu installieren. Firewall, das sind ja die Programme, die Bösartiges abhalten sollen. Vielleicht können Sie das auch nachher mal kurz erklären. Was ist eine Firewall? Und jetzt kommt die Frage: Unter Windows XP gibt es die Verbindungsfirewall. Reicht diese eigentlich aus? Zusatzprogramme von McAfee oder sonstigen Herstellern, reichen auch die kostenlosen Programme aus? Oder wo ist jetzt der Unterschied zwischen den käuflichen Programmen und zwischen den Freeware-Programmen? Das ist die Frage, die hier eingegangen ist. Die Firewall von XP ist eine ganz einfache. Herr Luis ist Spezialist da drauf. Ja, also mit Sicherheit reicht die Windows Firewall nicht unbedingt aus, weil man mit der Windows Firewall zum Beispiel nur sagen kann, ich möchte es erlauben, dass ich im Internet surfen kann, also Webseiten anschauen kann, oder ich verbiete es. Aber es wird keine Inhaltsbewertung gemacht. Das heißt, es wird nicht geschaut, was schaue ich mir denn da gerade an. Es gibt da sogenannte Personal Firewalls. Ein frei erhältliches Produkt ist zum Beispiel die Kerio Personal Firewall, die man sich auch kostenfrei runterladen kann. Weitere kommerzielle Produkte kann man käuflich erwerben von Norton, von McAfee. Der Unterschied zwischen den freien Programmen, die frei erhältlich sind, und den kommerziellen Programmen ist teilweise im Funktionsumfang gegeben, der zusätzlich noch da ist. Also bei einem kommerziellen Produkt habe ich meistens noch einen Virenscanner mit im Paket drin und ich habe einfach ein größeres Paket, das dann auch regelmäßig geupdatet wird von meinem Hersteller. Ich habe noch eine Frage, geht mal wieder zu Herrn Professor. Ein Virenscanner, ist der sinnvoll? Frage kann man sicherlich beantworten mit Ja, das muss eigentlich heute sein. Aber jetzt kommt es eigentlich. Wenn ja, welcher Update-Intervall muss man täglich aktualisieren? Benutzt man mehrere Virenscanner? Benutzt man verschiedene Virenscanner, um ganz sicher zu gehen? Oder muss man sogar, das kommt jetzt von mir die Frage, muss man sogar stündlich aktualisieren? Das kommt auf Ihre Sicherheitsansprüche an. Also sicherlich ist ein Virenscanner
sinnvoll, der ab und an abgedatet wird. Meine Empfehlung ist tatsächlich stündlich oder in kritischen Situationen, wenn sich herumgesprochen hat, dass ein neuer Virus aufgetaucht ist und der Hersteller des Virensuchprogramms auch schon eine Suchfunktion und Zerstörungsfunktion eingebaut hat, also ein Update, eine neue Signatur formuliert hat und ein Update zu verteilen hat, dann ist es sicherlich sinnvoll, auch öfter als jede Stunde dieses Update zu suchen und sich auf den Rechner zu laden. Müsste man eigentlich eine Dauerverbindung zu dem Virenscannerhersteller haben? Ich würde empfehlen, eine Verbindung zum Hersteller zu schalten, die der selber anstoßen kann. Oder eben jede Stunde nachfragen zu lassen. Ja, ich frage mal Ihre Studenten, gibt es da eigentlich so eine kostenlose Antivirus-Software, die man sich erstmal runterladen kann? Ich lese hier www.antivir.de. Ist, glaube ich, für den Privatanwender kostenfrei zu verwenden. Mhm. Es gibt auch Open-Source-Lösungen, die sind aber noch nicht für einen Produktiveinsatz gedacht. Es gibt allerdings so Testversionen, die dann ein Jahr kostenfrei zu aktualisieren sind. Okay, werden jetzt einfach einmal versuchen, einen Anruf durchzustellen. Vielleicht klappt das ja. Wenn ich das richtig lese, wird jetzt angewählt und der Ort ist St. Wendel und der Telefonteilnehmer hat die Frage gestellt. Er hat einen Organizer, also einen PDA, das sind diese kleinen Computer. Scheinbar scheint das nicht so ganz zu klappen mit dem Wählen. Und er fragt nun, ob man diesen kleinen Computer, an einen TFT-Fernseher anschließen kann. Und die Antwort dazu ist, ja, das kann man. Ich höre jetzt, es wird, hallo, bin ich verbunden? Jawohl. Mit Herrn Knopp? Richtig. Und Sie haben einen Organizer gekriegt, einen PDA gekriegt? Den PDA besitze ich schon länger. Ich habe diesen kleinen Fernseher bekommen. Und was ist das jetzt für ein PDA? Das ist der Medium-PDA. Ah ja. Aus dem Aldi. Und der hat, glaube ich, hat der CF-Karten? Hat er, richtig. Okay. Da gibt es so Zusatzteile, wo man jetzt CF-Karten einstecken kann und die machen dann die Verbindung zu Ihrem Fernseher. Das muss man aber extra kaufen. Das kostet so, ich schätze mal, so 100 Euro, nehme ich an. Das war die Frage. Ja? Vielen Dank. Dann gehen Sie doch einfach mal in die Suchmaschine rein und suchen sich da mal durch mit Anschluss und CF-Karte und da werden Sie schon einiges finden. Ich danke Ihnen. Ja, okay. Die nächste Frage ist, die bevorzugte Anbieterliste fürs Ausland ist zum Teil voreingestellt bei den Handys. Und wenn er sie ergänzen möchte, seine Ergänzungen abgespeichert, das Handy ausschaltet und wieder einschaltet und seine eigenen Ergänzungen sind dann alle wieder weg. Was macht er falsch? Wie kann er seine Ergänzungen haltbar machen? Manfred, ich glaube, weißt du was darüber? Oder Wolfgang? Also so ganz genau weiß ich jetzt nicht, was er meint. Wahrscheinlich, es gibt ja eine Liste in den Mobiltelefonen, in dem man die bevorzugten Netzanbieter eintragen kann, wenn man im Ausland ist. Das ist übrigens auch sehr gut, dass man das kann, weil die Preise von unterschiedlichen Netzanbietern im Ausland auch sehr stark variieren. Da sollte man sich drüber informieren. Aber ob er jetzt meint, wenn er da neue Einträge reingemacht hat, dass die Liste nicht abgespeichert ist, ist ein bisschen unklar. Du kannst es nicht sehen. Da hinten wird die Hand gehoben. Ah ja, wenn okay, wir da mal. Und zwar ist das Problem folgendes. Teilweise können die Mobilfunkprovider heutzutage schon die SIM-Karten, also diese kleinen Chipkarten in den Handys, in den neuen Generationen über die Ferne neu programmieren. Und es ist gängig, dass sobald man sich in ein Mobilfunknetz im Ausland einbucht, die Mobilfunkprovider dann die Karte so umprogrammieren, dass genau diese Einstellungen, die man dann selbst gemacht hat, überschrieben werden. Also da gibt es leider keine Möglichkeit, sich davor zu schützen bei modernen SIM-Karten. Okay, jetzt kommt wieder Marc Müller rein. Wie sieht es draußen aus in der Telefonzentrale? Ja, es sind heiße Drähte. Zwei heiße Drähte. Da haben aber viele nachgefragt. Es war ja eben das Thema Dialer und vielleicht auch DSL dabei. Und da fragen jetzt nochmal viele nach, wegen, wenn Dialer im Umlauf sind und man selber hat eine DSL-Flatrate bei sich zu Hause, also eine Standleitung, ob man da auch mit infiziert werden kann oder ob man da relativ sicher ist. Also Dialer für DSL und so weiter. Genau. Wer will dazu was sagen? Ich glaube, wir haben den Professor Pohl da. Da wird noch diskutiert. Herr Weiland, ja? Ja? Also schlicht und einfach kann man sagen, nein, sowas gibt es nicht.
Und stellen wir es von der Technologie her einfach auch nicht möglich. Dialer nur über ISDN oder Modem.